Also wir waren jetzt gerade auf der McToilet-Toilette da am Luzerner Bahnhof und ich muss sagen, es ist schon traurig, dass man für eine Notdurft 2 Franken zahlen muss. Und das WC war noch nicht einmal sauber. Da muss man sich doch Zeit lassen, wenn man schon 2 Stutz zahlt, oder? Eben ja, wir sind so 2 und 4 Franken hat das scherzlich gekostet. In einigen WCs bekommt man sogar, wenn man noch rausgeht, ein Böngli und dann könnte man noch irgendwo etwas konsumieren. Ein Böngli? Oder eine Bon. Ein Einkaufsgutschein, ist das besser? Okay. Ein Bon mit Strichcode. Wo man irgendwo kann noch einlösen kann, um etwas konsumieren oder auch nicht. Und ja, wir melden uns später wieder. Erzähl mal, wie geht's dir? Gut. Wo sitzen wir denn? Im Zug zu Luzern. Nach. Niederrickenbach. Und dann? Von Niederrickenbach geht's dann mit der Gondel auf. Also wir kommen jetzt Niederrickenbach stationär, dann geht's mit der Gondel auf Niederrickenbach. Das liegt auf über 1000 Meter. Und dann beginnt unsere Wanderung auf die Klevenalp. Das müssen wir uns dann noch genauer anschauen. Wir sind jetzt auf Niederrickenbach gefahren mit der Gondel und da könnte man jetzt eigentlich noch die kleine Gondel nehmen bis zur Musenalp, aber wir laufen jetzt von dort los. Das Wetter ist schön. Das Blöde ist, ich habe eine Insta-Story angefangen und mein Nachteil ist abgelegen. Also sorry nochmal hierfür. Also das Foto. Das ist gut. Wie fühlst du dich? Es ist kalt, hä? Komm ich ständig mal in die Sonne so. Im Schatten ist es. Ich weiß nicht, sieht man das ja? Ist sehr süß. Und jetzt laufen wir los. Hier oben in Niederrickenbach gibt es ein altes Kloster. Es ist eine Art Wallfahrtsort. Man kann das besichtigen, das Kloster. Es hat auch eine Kirche und es liegt jetzt alles auf dem Weg und mal gucken, was wir so mitnehmen können. Ja, und eben die Sonne scheint und es ist schön. Und da geht es zur Klosterpforte. Wir treten jetzt ins Kloster ein. In dem Fall schicken wir dem Edi und der Claudia einen lieben Gruß, weil die kommen, glaube ich, heute in Compostela, ja, genau. Santiago. Also liebes Grüßli an euch. Beichten evangelische Menschen?
Also ich bin katholisch. Was bist du, katholisch? Nein, ich bin evangelisch. Und? Wir hatten nie so Bängli und man so verknüpfen muss gehen. Ist ja auch wurscht. Ist unnötig und macht weh. Ist unnötig. Das ist das Pilgerhaus. Hier geht der Benediktweg durch. Das ist auch so eine Art Pilgerweg. Also, das da, sieht man das da, das ist für die Laster. Und das ist für Kekse und Kuchen und wie und so. Nein, wir haben gar keinen Hunger. Überhaupt nicht. Nein, wir schwitzen uns nochmal der Wolf. Ja. Wir sind jetzt auf 1500 Meter hoch und es ist mega anstrengend, weil es gerade nochmal rauf geht und wir mega schweißgebadet sind. Aber es ist toll, es macht Spaß. Wir laufen lieber bergauf als strapp. Eier Dutch. Oh. Du hast verloren. Ja, und dann wir. Schweizer Eier, gell. Wir machen gerade Pause. Wir sind eine Stunde und 40 Minuten unterwegs. Wir sind hier auf 1731 Metern. Und es ist mega anstrengend, weil wir kommen von der ganz hinten. Der blöde Kuhwiesensturz, wo super steil ist und Jenny fast auf allen Vieren muss gehen, weil sie sonst nicht aushält. Ja. Das da vorne, das ist das Briesenhuis. Briesenhuis. Das ist Schweizerdeutsch. Huis, ja, ja. Wahrscheinlich so. Auf jeden Fall ist das eine Sackhütte. Eine Sackhütte. Thank you.
So, wir haben eine tolle Feuerstelle gefunden und meine Süße hat schon wieder ein tolles Feuer gemacht. Du bist eine gute. Weißt du? Dort haben wir nämlich so einen schönen Picknickplatz und dort hinten im Hüsli da ist Holz drin. Und da vorne ist das Gipfelkreuz, hast du gesehen? Das ist ein bisschen Feuchtholz, gell? Ist mir aufgefallen. So kalt ist das da oben. Lecki, lecki. Macht er nicht. Du bist aber eine schöne. Ganz schöne, gell? Hm? Bist neugierig, hä? Yay! Dankeschön! Hm? Und du? Hi! Hi! Du bist neugierig, gell? Ja. Was? Die kann man nicht essen. Jesus. Yay. Tschüss. Ich könnte so auch nicht bieseln, wenn mir jemand zuschaut. Jeder. Die hat gerade bieselt. Ah. So, da haben wir die Wölkli aber. Da haben wir vorhin auch irgendwo Brötle, da ist jetzt auch alles Wolken verhangen. Wir genießen die Abendstimmung.
Also wie es hier nun mal so ist, haben wir wahnsinniges Glück gehabt und die letzte Gondel von der Klevenalp nach Beckenried bekommen. Und hier fährt gleich das Schiff nach Luzern, welches wir dann noch nehmen werden. Und die Stimmung ist noch mega schön, es hat Sonne. Wenn ich sehe, sie ist noch am Fötterl. Ich glaube, das ist unser Schiff oder Home, was denkst du? Beschmiert. Mhm. Wir sind jetzt in Olten und es ist 20 vor 9 und wir sind jetzt in der Sonne brand. Mhm. Sieht man gar nicht bei dem Licht. Oh, wie verbrennt der Kessel. Oh. Und jetzt sind wir dann wieder heim. Wir haben den wunderschönen Tag und jetzt freuen wir uns auf ein heißes Bad und etwas zu essen, etwas Warmes. Wir dürfen einen wunderschönen Sonnenuntergang erleben auf dem Vierwaldstätter See. Das ist schön. Und wie gesagt, wir machen vielleicht im Oktober noch einmal eine Wanderung. Und dann nehmen wir die Kamera wieder mit. Und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.